Yo, hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel, ich bin's hier Elias und heute habe ich ein weiteres Video für euch. Und habe ich heute den lang ersehnten Gay-Glitch für euch. Dieser Glitch ist der schwierigste Glitch, den ich je hochgeladen habe und es ist wirklich echt krass, was man alles machen muss. Als erstes will ich aber sagen, dass ich schon mal ein Video hochgeladen habe, wo der erste Teil erklärt wird, sprich der Glitch besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist praktisch euer Auto zu verdoppeln und der zweite Teil ist der leichteste Teil überhaupt, ihr müsst das Auto einfach nur verkaufen gehen. Und der zweite Teil ist wirklich sehr einfach. Der erste Teil wird euch die ganze Zeit eingeblendet. Oben links wird dann stehen, hier geht es zum ersten Teil höchstwahrscheinlich oder sowas. Wie schon gesagt, habe ich schon mal hochgeladen. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an und ich erkläre also nochmal den ersten Teil, obwohl ich das Video eigentlich schon hochgeladen habe. Aber ich erkläre es jetzt nochmal. Und ja, noch was. Ich mache hier ein Live-Kommentar. Sprich, falls ich mich verspreche, werde ich mich einfach nur korrigieren und werde ich nochmal neu starten. Tut mir wirklich sehr leid, dass ich da mich öfters versprechen werde, höchstwahrscheinlich. Aber ich habe es schon mal so probiert, also nachzukommentieren, aber es ist wirklich sehr schwer, sich dann dran zu halten, also an die Zeit und sowas. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Okay, also, was ihr braucht, ist einfach nur eine volle Garage und ein Kumpel, der immer in eurer Garage drin ist. Bei mir ist es Assassin. Danke an dich, dass du mir bei diesem Glitch hilfst. Ich bin übrigens im Mute, also er hört mich nicht. Aber was ihr braucht, ist eben eine volle Garage. Ihr seht jetzt hier, meine Garage ist nicht ganz voll. Sprich, hier müssen eigentlich noch zwei Autos hin und da hinten müssen eigentlich auch noch ein Auto hin. Aber da stehen drei Autos, nur das sind DLC-Autos und deswegen sieht man die nicht. Also ihr müsst euch einfach vorstellen, ich habe hier volle Autos. Unser Ziel ist jetzt einfach nur diesen Zettel zu verdoppeln, damit wir den Verdoppelten dann nachher verkaufen und dadurch viel Geld bekommen. Was wir also machen müssen, ist diesen Auto hier, das Auto hier wegmachen praktisch. Was wir dafür machen müssen, ist einfach nur auf Internet Explorer gehen, dann auf Reisen und Transport, dann gehen wir hier runter auf South San Andreas und dann wählen wir uns den Biff da hier aus. Ihr seht jetzt hier, ich habe den Biff da hier eigentlich schon in meiner Garage, ist egal welche Farbe ihr da auswählt. Und wie ihr jetzt seht, werde ich jetzt gefragt, weil ich hier eben eine volle Garage habe, welches Auto ich wegsetzen will. Jetzt kommt drauf an, wo euer Setup steht. Sprich, es geht alles nur mit dem Setup. Sie müssen also wirklich ein Setup da davor schon gekauft haben. Jetzt kommt es drauf an, welches Auto von eurem Setup rechts steht. Sprich, bei mir ist jetzt rechts der Biff da jetzt hier auch. Deswegen muss ich den Biff da jetzt ersetzen. Wenn ihr jetzt also praktisch den Adder ersetzen, wird das Ganze höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Also ihr müsst das Auto nehmen, das rechts von eurem Wagen ist, also rechts von eurem Setup. Und bei mir ist es eben der Biff da, deswegen ersetzen wir jetzt hier den Biff da damit. Und was ihr jetzt machen müsst, ist einmal A bzw. X drücken, dass ihr dann eben gefragt werdet, ob ihr das wirklich machen wollt. Das wollen wir aber nicht wirklich machen. Stattdessen gehen wir jetzt auf Start und gehen jetzt auf den GameStore drauf. Und sobald wir jetzt auf dem GameStore drauf sind, dann warten wir jetzt kurz. Sprich, wir laden es jetzt kurz laden. Und sobald wir jetzt in die Himmelsperspektive kommen, also jetzt müssen wir A bzw. X spammen. Vielleicht hört ihr es jetzt auch gerade, also ich drücke jetzt wirklich die ganze Zeit A bzw. X und mein Kumpel ladet mich jetzt schon mal ein. Und sobald wir das jetzt eben gemacht haben und im GameStore drin sind, dann müsst ihr einfach wieder in die alte Sitzung reingehen, wo euer Kumpel euch eingeladen hat. Weil das ist eben der Kumpel, der die ganze Zeit in eurer Garage drin sein muss, weil sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Ihr seht jetzt also, ich nehme die Einladung an und komme dann wieder in meine Immobilie rein. Und dann werden unsere verdoppelten Autos dort drin stehen. Also ich nehme jetzt einfach nur die Einladung an. Und der Glitch ist wirklich sehr glitschig. Und wie schon gesagt, ich habe den ersten Teil schon mal hochgeladen. Also sprich, das, was ich jetzt gerade die ganze Zeit mache, habe ich schon mal hochgeladen. Und da wird es auch besser erklärt als jetzt hier. Deswegen schaut euch am besten erst den ersten Teil an. Wie schon gesagt, es wird gerade die ganze Zeit links oben eingeblendet. Einfach draufklicken und dann werdet ihr zu diesem Video kommen. Wir kommen jetzt wieder in die Sitzung von meinem Kumpel drin, der die ganze Zeit in der Garage wartet. Und zwar kommen wir jetzt in die Immobilie rein. Was wir jetzt aber machen mussten, ist einfach nur in die Garage reingehen. Und ihr werdet gleich sehen, unser Z-Tipp wird auf den anderen Z-Tipp drauf stehen praktisch. Und den ersten Teil können wir dann, also den ersten Set können wir dann praktisch verkaufen. Ihr seht jetzt hier, schon alleine das hier ist ziemlich glitschig, weil der Glitch macht echt ziemlich krass viele Sachen glitschig, weil wir haben hier gar keine Tür, ist auch ein bisschen komisch, würde ich mal sagen. Und ja, jetzt gehen wir einfach in unsere Garage rein und gehen jetzt durch den Aufzug in unsere Garage rein und warten dort jetzt einfach, weil höchstwahrscheinlich werden wir jetzt hier auch glitschen, das ist aber bei mir jetzt nämlich so, jetzt, wie ihr seht, war die Tür zwar in dem Aufzug auch ein bisschen komisch und jetzt kann ich mich auch gerade nicht bewegen. Das ist dann eben der Glitch, der macht euch ein bisschen kaputt mit eurem Haus, deswegen müssen wir jetzt einfach kurz warten. Und wie schon gesagt, das ist alles sehr komisch, dieser Glitch, und das kann auch sein, dass es bei euch öfters nicht funktioniert, aber es ist halt gerade echt der beste Glitch, den es überhaupt gibt. Und deswegen probiert ihn einfach mal. Ihr braucht am Anfang also ein Setup. Wir müssen ein bisschen investieren. Es kann auch sein, dass ihr ein Setup komplett umsonst kauft, weil es eben nicht funktionieren wird. Kann ich leider nichts dafür. Könnt mich dann dazu und so von mir aus beleidigen. Und wie ihr seht, wurden meine zwei Autos jetzt verdoppelt. Einmal der Adder links von mir, aber das ist eigentlich scheißegal. Und dann eben der Setup, der wurde jetzt eben auch verdoppelt. Und jetzt gehen wir einfach in den Setup rein. In den unteren, bzw. den oberen können wir gar nicht rein. Dieser ist jetzt aber zugeschlossen. Und jetzt müsst ihr einfach nur ein bisschen rumlaufen und gucken, dass wir in den oberen Setup reinkommen. Das ist jetzt eben ein kleines Problem. Jetzt seht ihr, wir sind in den oberen Z-Tip drin. Es kann aber auch sein, dass der untere Z-Tip bei euch nicht zugeschlossen ist. Bei mir ist es aber jetzt so. Und deswegen konnten wir da jetzt nicht rein. Und dann müsst ihr einfach probieren, in den oberen Z-Tip reinzugehen, indem ihr einfach nur ein bisschen rumlauft und die ganze Zeit Y bzw. Dreieck drückt. Und was wir jetzt machen, ist einfach nur zum zur Tuning-Werkstatt gehen. Tut mir leid. Wie schon gesagt, das ist ein Live-Commentary. Eigentlich würde ich hier jetzt stoppen, nochmal neu kommentieren. Aber das kann ich eben nicht machen, weil es jetzt eben live aufgenommen wird, weil es sonst zu schwer ist zu erklären. Ich hoffe, es habt ihr alles verstanden. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare
und dann werde ich versuchen, jeden einzelnen Kommentar zu beantworten, außer wenn Kommentare öfters gestellt, also Fragen öfters gestellt werden, dann werde ich nur einmal beantworten, müsst ihr einfach in den Kommentaren ein bisschen schauen. Ihr könnt euch doch bitte gegenseitig helfen, weil das würde dann viel Arbeit für mich abnehmen, deswegen helft euch bitte gegenseitig in den Kommentaren. Dann ist es wirklich sehr cool von euch, wäre ziemlich cool von euch. Und wie ihr jetzt seht, gehen jetzt einfach in die Tuning Werkstatt rein und verkaufen dieses Fahrzeug für eine Menge Geld. Und ja, wir sind jetzt eben in der Tuning Werkstatt drin und warten wir kurz. Und obwohl dieser Wagen mehr als 50.000 Wert hat, beziehungsweise einen Wert als mehr als 50.000, können wir diesen Wagen trotzdem verkaufen. Wir gehen jetzt also auf Verkaufen drauf. Und wie ihr seht, können wir diesen Wagen jetzt verkaufen für eine Menge Geld. Gehen jetzt einfach auf Verkaufen und jetzt haben wir diesen Wagen verkauft. Jetzt kommen wir aus der Tuning Werkstatt wieder raus und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist der ganze Schritt wiederholen. Sprich, wir gehen jetzt einfach wieder in die Garage, dann tut ihr wieder euren Wagen ersetzen, also den rechten Wagen von euch. Und dann war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Also bitte bewertet dieses Video, falls es euch gefallen hat. Ich wiederhole es jetzt einfach nochmal alles. Wie schon gesagt, der erste Teil habe ich schon mal hochgeladen, wie das Fahrzeug verdoppelt. Und der zweite Teil war jetzt eben einfach nur den Wagen zu verkaufen. Also der zweite Teil ist wirklich sehr einfach nur in den Tuning Werkstatt reinfahren. Und dann könnt ihr den Wagen problemlos verkaufen. Und wie schon gesagt, helft euch bitte gegenseitig in den Kommentaren. Und ja, das war's mit dem Video. Bitte bewertet dieses Video, falls es euch gefallen hat. Ich bin wieder weg. Ciao. Haut rein.